Fassanstich eröffnet das Volksfest. Balingen Lydia Vania Dreher 3105-2018. Oberbürgermeister Helmut Reitemann benötigte 6 kräftige Schläge, um den Hahn in das Bierfass zu schlagen. 2 mehr als im Vorjahr, vielleicht lag das aber an der sommerlichen Hitze im Festzelt. Unterstützt wurde Reitemann von Bernhard Schwarz, Geschäftsführer von Dinkelacker Schwabenbräu, Karl Mayer, Geschäftsführer des Görkelesmier Festbetriebs, Stadthallen und Messerchef Matthias Klein sowie seine Ehefrau Cecilia Reitemann. Das 26. Volksfest auf dem Balinger Messegelände hat noch bis Montagabend geöffnet.